Guten Morgen, Deutschland. Die große Frage, die wir uns heute Morgen stellen, ist, wo kleben Sie sich am Wochenende fest? Ja, also gestern war es ja der BER in Berlin. Da hat man ja sich schön dabei gefilmt, wie man den Einbruch oder den Hausfriedensbruch, den Landfriedensbruch auf dem Berliner Flughafen durchgezogen hat, indem man den Zaun mit der Schere aufgeschnitten hat und dann auf den Flughafen spaziert ist und sich festgeklebt hat. Und ich bin schon auf das milde Urteil der Berliner Staatsanwaltschaft gespannt, der Berliner Richter gespannt, für die Herrschaften, die gestern kurzfristig den Berliner Flughafen lahmgelegt haben. Toll, ich stelle mir gerade vor, jeder von uns da draußen, der Spaziergänger, würde so eine Nummer bringen. Was meint ihr, was dann hier los wäre in diesem Land? Alter Schwede, nee, es ist so ein Träumchen heute Morgen. Ja? Aber am besten waren ja die beiden, ich weiß nicht, wie ich die bezeichnen soll, ja? Diese beiden Wunderbaren, ja? Diese beiden Herrlichen der letzten Degeneration, die sich da in der Elbphilharmonie festgeklebt haben am Pult des Dirigenten. Nur hatten sie vergessen, dass der nur festgesteckt war und sie wurden dann mitsamt des Gestänges noch draußen. Leute, ich kann nicht mehr, ehrlich. Ich meine, jetzt wird darüber diskutiert, dass man ja mit solchen Aktionen ja die gute Sache des Klimaschutzes, dass da möglicherweise die Akzeptanz in der Bevölkerung flöten geht. Ja. Welche Akzeptanz für diese, ja, sehr intelligenten jungen Leute, ne? Welche Akzeptanz, da frage ich mich immer noch. Ja? Und auch der Elfenbeinturm in Berlin ist heute Morgen mal wieder in Hochform. Annalena, die gottgöttliche Nummer 2, hat ja gestern im Bundestag wieder eine tolle Rede geschwungen, dass von der 89 Jahre alten Oma bis zum 9-jährigen Kind hier alle in diesem Winter die Ukraine unterstützen. Ja, super. Sehen wir in Deutschland an den Umfrageergebnissen. Dieser Elfenbeinturm in Berlin, Leute, es ist ein Träumchen. Und Uschi stellt sich natürlich auch noch hin. Und bringt das 9. Ja, das 9. Sanktionspaket jetzt gegen Russland auf den Weg, liebe Leute. Ja, es ist der absolute Wahnsinn. Ja, dieser Weltkrieg Russlands. Ja, diese 100 oder 150 kriegerischen Auseinandersetzungen der letzten 200 Jahre, oder waren es 200, die USA gemacht, die Russland durchgeführt hat, ja. Die werden jetzt endlich mal ordentlich bestraft, genau, ja. Leute, ich liebe diese Show. Ich finde sie geil. Ich wünsche euch da draußen ein schönes Wochenende in der besten Show aller Zeiten, mit der größten Heuchelei aller Zeiten und der größten Doppelmoral in diesem woken, absurden deutschen Staatstheater aller Zeiten. Und ja, lasst es euch gut gehen. Wir sehen uns morgen. Tschüss.